Alter, was geht ab, Leute? Hong hier mit dem Infovideo zu Suicune und dem Suicune Raid Day. Alle Infos nochmal kurz und knapp zusammengefasst, damit ihr bereit seid. Wann geht's los? Heute um 16 Uhr. 3 Stunden Suicune an jeder Arena. Abgesehen von Arenen, die von X-Raids blockiert sind. Suicune gibt Shiny, keine neue Attacke, 5 freie Pässe und nicht vergessen, bisher war es immer so, dass es Fehler gab von Niantic und am nächsten Tag konnte man in der Früh nochmal 5 freie Pässe sich schnappen. Also, falls ihr euch nochmal 5 freie Pässe geiern wollt, direkt morgen um 6 Uhr früh aufstehen. Moonblood hat schon eine Raid-Tour geplant für 6 Uhr. Ansonsten natürlich denkt dran, heute um 16 Uhr, die meisten machen ihre Levelaufstiege, Freundschaftsaufstiege um diese Zeit. Deswegen zündet euer Ei, Glücksei, um 15:55 oder so. Da könnt ihr noch ein paar Raids mitnehmen, vor allem ED 5 umsonst. Das sind nochmal 10.000, mal 22.000, mal 5, 100.000 EP. Plus dann die ganzen Freundschaften. Kann man also auf jeden Fall machen. Und der Sternstaub-Bonus läuft. 3.000 Sternstaub pro Raid mit Sternstück. 4.500. Das Sternstück hält eine Stunde und in der Stunde schafft ihr, ich weiß nicht wie viel ihr schafft, aber wir schaffen wahrscheinlich 15 oder so. Circa im Schnitt 13 bis 15. Nebenbei schön mit dem Ball, während ihr raidet und so klickern, da kommt schon eine Menge zusammen, also Sternstück würde ich auf jeden Fall zünden. Es gibt eine Eventbox, die ist gar nicht so schlecht. Es gibt 6 Pässe für 480 und dann noch ein paar Extras. Wenn man es hochrechnet und ihr die dreimal kauft, dann ist es so wie die große Box. Habt aber dann 18 Pässe sozusagen. Was an sich nicht schlecht ist, falls ihr nur auf Pässe gehen wollt. Die anderen Boxen haben natürlich noch ein paar andere extra Sachen. Dann kommen wir zu Suicune. 100er Suicune braucht 17,04. Und 21,30 bei Wetterboost. Wetterboost gibt es bei Regen. Die letzten Tage hat es immer geregnet, während ich jetzt Sternstoff gefarmt habe. Aber heute sieht es echt nach Sonnenschein aus. Aber mal schauen, vielleicht wird es noch regnen. Die Schwächen sind Pflanze und Elektro. Die besten Konter, die vorgeschlagen werden: Raikou, Elevoltec, sogar Magnezone. Zapdos natürlich, Rosegarde. Donnerkonter werden priorisiert. Aber ihr könnt natürlich auch mit Pflanze angreifen. Vorsicht, aber Pflanze ist schwach gegen Eis und Suicune kann Eisstrahl. Aber Elektro ist besser, die machen schneller und mehr Schaden. Suicune an sich jetzt natürlich kein guter Wasserangreifer, nichts Besonderes. Das müssen wir uns nicht genau anschauen. Wir wissen Kyogre, tipptopp. Dann letztens natürlich Hydro-PC-Day mit Zumpex, der war auch ganz weit oben, das haben wir uns ja genau angeschaut. Also Suicune, leider kein Vergleich zu Entei und Raikou, was Nutzen angeht. Aber Shiny sieht cool aus. Ihr müsst schauen, also noch ein Tipp. Ihr macht ja eine Raid-Tour, eine Runde. Und ausgehend davon, wie viele Raid-Pässe ihr habt oder nutzen wollt für Suicune, müsst ihr nicht unbedingt direkt die ersten 5 Raids machen, sondern schaut lieber auf der Tour, ob die Tour an irgendeiner X-Raid-Arena vorbeiläuft und die dann macht. Lasst zum Beispiel Raid Nummer 2 oder 3 aus, falls ihr nicht genügend Pässe habt, und macht dafür lieber irgendwann später ein X-Raid mit, weil bei so vielen Leuten, die lösen garantiert aus oder sehr, sehr wahrscheinlich. Garantiert ist nie was. Also wie gesagt, ich werde bis Raid 33 oder so mitmachen. Weil danach kommen nur noch Arenen dran, die ich schon auf Gold habe. Und das ist mir Suicune dann nicht mehr wert. Aber alle anderen Arenen nehme ich gerne mit. Arena-Punkte, die Arena, wo ich dann noch auf Gold. Mache ich gerne. Sternstück, Sternstaub. Mal schauen, vielleicht gehe ich noch ein 100er. Mein Bestes ist momentan ein 96er. Und der wird dann auf jeden Fall gemaxt. Was auch immer ich danach, nach dem Raid Day, als besten Suicune habe, der wird dann gemaxt. Nach dem Staubbonus beim nächsten Max on Monday. Also der übernächste Montag. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Bereitet es euch vor, sorgt dafür, dass ihr genug Pässe habt, kauft die nicht einfach mitten während der Tour, weil meistens sind die Beute voll, dann könnt ihr nicht die Box kaufen, dann müsst ihr erstmal entleeren und dann verpasst ihr irgendwie ein, zwei Raids oder irgendwie gibt es Probleme beim Login, wenn ihr bezahlen wollt, also sorgt dafür, dass ihr genug Pässe habt, am besten ein Konterteam erstellen, mit dem ihr immer reingeht. Ich sag das aber, ich folge dem nie, weil, ganz ehrlich, seid ihr ehrlich, wir sind immer 10 plus 20 Leute, Alter, man kann draufhauen mit was man will. Aber wenn ihr weniger seid und es knapp wird, dann müsst ihr natürlich immer gut drauf achten. Und ich versuche schon, wenn ich die Zeit habe, immer drauf zu achten. Raikou, Elevoltec werden auf jeden Fall genutzt. Zapdos. Zapdos, wobei, Vorsicht, Eis. Eis zerstört Flug. Aber wenn mal die Zeit knapp ist, seien wir ehrlich, ist eigentlich relativ egal bei so vielen Leuten. Vor allem bei so einer hektischen Raid-Tour. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Das war's von mir, Leute. Euch viel Glück, viel Spaß, viel Erfolg bei Suicune. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Raids ihr vorhabt. Was ist euer Maximum, was ihr ausgeben würdet für Suicune, für Shiny Suicune. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.